Tja, was bauen wir hier? Jetzt ist die Frage, wenn wir da jetzt Marineeinheiten bauen, das lohnt sich nicht, weil seine Städte alle nicht nah genug dran sind. Und Art Kampfeinheiten sind zu weit weg. Warum will der Wissenschaftsberater, dass wir einen Jet bauen? Bauen wir lieber die Reparaturanlage, das bringt uns dann schnellere Produktion für Landeinheiten. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Unser Erkunder müsste auf jeden Fall gleich da sein. Ich bin ja erstaunt, dass es hier kein Wunder mehr gibt, das die ganze Karte aufdeckt. So, wir haben noch eine Kulturstufe entwickelt. Nehmen wir mal die zusätzliche Produktion für Militäreinheiten. Das kann gerade nicht schaden. Warum wir den abgestürzten Satellit da hinten nicht bergen können, ist mir allerdings nach wie vor ein Rätsel. So, hier haben wir noch einen Trupp Marines. Produktion. Plus 2. Erstaunt, dass wir das da noch nicht gebaut haben. So, und die wird uns mehr Geld einbringen. Das können wir ja auch gebrauchen. Wir sind nämlich jetzt schon im Minus, ärgerlicherweise. Wir müssen mal auch daran arbeiten, dass wir die nächste Harmoniestufe erreichen. So, da sieht man jetzt unseren Xenoschwarm. Huch, würde man, wenn die Karte nicht rumspringen würde. So, wie gesagt, da sind einfach quasi alle Aliens zusammengemanscht. Die Wolfskäfer, die Mantikore und die Raubkäfer. Das Einzige, was da fehlt, sind die, die Drohnen. So. Ach, wir können schon wieder eine Runde weiter. Unser Erkunder ist auch gleich da. Dauernd wollen die, dass wir denen Krieg erklären, aber ich will doch denen gar nicht Krieg erklären. Wir kooperieren doch sogar mit denen. Eigentlich müsste der Xenoschwarm ja auch Fernangriff beherrschen, ne? Nur mal so ganz nebenbei jetzt. Kann man den nicht plündern, den Konvoi? Tatsächlich konnten wir das schön. So, was baue ich hier? Baue ich hier noch eine Fabrik? Ich kann nicht überall nur Fabriken aufstellen. Wie sieht es denn hier mit der Nahrungsversorgung aus? Plus 7. Große Hauptstadt kann natürlich auch nicht verkehrt sein. Deswegen bauen wir hier nochmal eine Farm. Wir haben hier nämlich, glaube ich, für die Hauptstadt noch gar keine. Tatsächlich. Huch. What's ours is yours. For a price. Schaden kann es nicht. Ah, unser Erkunder ist jetzt angekommen. Torgovlia opiera się nie na potrzebach, a na sprawiedliwości. Nehmen wir auch mal an. Es kann wirklich nicht schaden, sich mit denen gut zu stellen. Ansonsten haben wir ja so eine ätzende Tussi wie hier stehen. Das die ganze Zeit nervt.
So, die Aliens haben alles gegeben. Ach, die haben auch zwei Treiber dabei. Eine nützliche Heuristik. Schön. Dann arbeiten wir mal weiter an unserer Affinität. Was lohnt sich denn jetzt als nächstes? Ballistik lohnt sich gar nicht so sehr, auch wenn er das die ganze Zeit will. Wir brauchen noch extrem lange, um Dinge zu erforschen, muss ich sagen. Der Rocktopus ist natürlich auch klasse übrigens. Ich feiere das. Der Rocktopus. Wir müssen jetzt irgendwie einen Affinitätspunkt sammeln. Ich nehme an, wir nehmen einfach mal die Schwarmrobotik. Das ist das, was am nächsten dran ist. Ich muss mal gerade schauen. So, da war jetzt wieder ein kleiner Schnitt drin. Geht einfach mal noch nicht weiter, wie ich sehe. Ach, da hätte ich noch eine Mine aufbauen können. Aber jetzt bin ich schon hier, jetzt baue ich hier einfach die Fabrik. Vielleicht gewinne ich ja in dieser Runde, dieser Partie das Achievement für eine Stadt, die über 100 Produktion hat. Klauen jetzt aber nicht meinen Kill, oder? Das fände ich ja doof. Außerdem müssen die Sicherheit auch noch diese Quest erledigen. Aber wie sie alle jetzt auf den Wurm gehen. Schön, dass sie. Das verhindert, dass sie mich attackieren und schwächt ihn. Das ist ja unglaublich. Das, obwohl das denen kaum was bringt. Ich muss ehrlich sagen, wir sollten uns jetzt auch lieber verschanzen und ein bisschen heilen. Oben haben wir wieder fertig produziert. Eine nutzbare Quelle Phyraxit. Ja, dann werden wir das gleich bauen. Dann gibt es hier jetzt erstmal noch einen Konvoi, würde ich sagen. Wir müssen ja auch an unser Wachstum denken. Und die Stadt verbessert sich aber wirklich schön gerade. Also haben wir eine gute Position rausgesucht, muss ich sagen. Was machen denn unsere Bautrupps gerade? Wie lange dauert das noch? 4 Runden? Noch eine Runde? Dann kümmern die sich gleich mal um die... Phyraxidmine, weil mit dem Observatorium... Sie sollten sich um die Gesundheit ihrer Bevölkerung. Ja, das tue ich doch die ganze Zeit. Die Städte sind weniger effektiv als sonst und verwundbarer durch Geheimoperationen. Ja, jetzt wird's richtig böse. Sie können die Situation verbessern, indem sie Gebäude bauen, die Gesundheit bieten. Ich weiß auch gar nicht, warum die so schlecht ist. Ihr Erkunder hat etwas Sonderbares in der Nähe bemerkt. Es könnte eine... Ja, der Erkunder macht aber schon die Expedition da, also von daher... Entspann dich, entspann dich. So, da oben hätte ich gern die Mine. Wir stören einfach mal ein bisschen seine Kreise. Solange wir nichts Besseres tun können. Oh, er handelt mit uns. Das ist ja schön.
Wieso das denn? Ja. Dann müssen wir uns jetzt schleunigst darauf einstellen, von dieser Seite attackiert zu werden. Und unsere Einheiten da wieder hinkriegen. Dachte ich mir doch, dass der Brasilianer das vorhat. Sie halten sie für einen Kriegstreiber. Ach, da steht jetzt eine andere Einheit drauf. Wieso steht der auf unserem Gebiet? Sind wir jetzt mit dem auch im Krieg? Nö, wieso steht er auf unserem Gebiet? Ach, wir haben ja offene Grenzen mit dem. Ich würde gern wissen, wie bestimmte Nationen zu anderen Nationen stehen. Ich glaube, ich ziehe den da mal zurück. Er wird ihn jetzt mit Sicherheit übernehmen. Puh, ich dachte schon. Okay, in dieser Richtung sind wir völlig schutzlos. Okay, der Artillerietruck ist verloren. Ganz toll. Okay, es läuft gerade wirklich, wirklich scheiße. Wir müssen jetzt mal überlegen, wir müssen uns was aussuchen, was uns wirklich nützlich ist. Ich fürchte, wir müssen auch mal ein bisschen Geld investieren und Einheiten kaufen. Immerhin hat er noch nicht sehr hochgezüchtete Einheiten, das ist schon mal nicht so schlimm. Aber wir müssen halt zusehen, dass wir unsere Einheiten rüberkriegen. Dabei waren wir doch ganz nett zu ihm. Wie lange dauert denn unsere Expedition noch? Eine Runde. Dann kaufen wir jetzt mal. Wir müssen wenigstens irgendwas haben, was uns hilft. Der Xenoschwarm ist tatsächlich die stärkste Einheit, also ...100 Kultur kriegen wir auch noch, wunderbar. Er hat wirklich eine ganz schöne Truppe hier aufgestellt. Scheiße, das könnte richtig schief gehen. Diese Einheiten schnell nach Hause kriegen. Wir greifen natürlich seine Transportboote an. Die können uns schließlich nichts anhaben.
Angriffsanimationen der Flieger sind schon zum Glück überhaupt nicht übertrieben lang übrigens. Lieber Freund, jetzt ist mal gut. So, da bauen wir jetzt die Phyraxidmine. Es muss ja auch mit dem normalen Kram weitergehen. Ich denke, wir bauen noch mehr von den Xeno-Schwärmen. Und ich glaube, ich kaufe auch noch einen davon. Weil diese Einheit einfach schon ziemlich stark ist für das, was sie kostet.